Ja, und ich würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladrim, zu einem weiteren Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ich weiß, es ist wieder am Dunkelwerden. Ich mache ja auch noch andere Sachen als Pokémon spielen und Let's Plays aufnehmen. Deshalb, ja, gibt es da sowas, was sich Schule nennt. Was es verhindert, dass ich am Tag aufnehme. Aber egal, los geht's direkt. Ich will jetzt nicht lange reden halten. Auf geht's ins Spiel nach dem Intro. Intro vorüber. Wir gehen weiter die Route entlang. Und wen haben wir denn hier? Wie bitte? Du willst gegen mich einen Trainer aus... Ein Trainer aus seinem Zenit kämpfen? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was die gesagt hat. Okay. Ich habe es aber richtig vorgelesen. Es lässt sich arrangieren. Aber nur, wenn du erst alle anderen Trainer auf Route 8 besiegst. Ach so, die ist die Route 8 Champ-Trainerin und was auch immer. Inselwanderschaftsschild. Durch die Entwicklung wird ein Pokémon zwar stärker, aber gleichzeitig ändert sich auch der Level, den es erreichen muss, um neue Attacken zu erlernen. Wenn du die Stärken und Schwächen deiner Partner erkennst, wird deine Inselwanderschaft umso leichter. Ja, gute Information. Dann werde ich mir mal zu Herzen nehmen. So, was steht hier? Route 8, der Meeresblick raubt einem den Atem. Ja, dann werden wir gleich mal zum Meer runtergehen. Da ist schon ein Trainer, wie es aussieht. Legst du ab und zu mal eine Pokepause ein. Die Pokebohnen, mit denen du deinen Pokémon während einer Pokepause füttern kannst, gibt es übrigens im Pokémon-Resort. Oh, die hat uns auf was hingewiesen, was ich unbedingt in diesem Part machen wollte. Und da jetzt schon der Hinweis kam, machen wir das auch direkt. Hier haben wir unseren lieben Max, der scheinbar irgendwie vergiftet ist. Müssen wir uns natürlich darum kümmern. Was brauchen wir, um die Vergiftung zu heilen? Heilt Statusprobleme. Kämmt das Pokémon. Wischt Schmutz weg. Entfernt Sand. Und trockene nasse Pokémon. Ich würde mal sagen, die Medizin nehmen wir mal hier. Irgendwas abgetupft. Ja, so ist gut, Max. So. Als Gesundmacher kriegst du auch gleich eine Pokébohne mit dazu. Zack. Hier mit meinem goldenen Zwergenfürststift, den ich vor Jahren bekommen habe. Das war mal irgendwie ein Extra in einem Magazin, irgendwie in so einer Zeitschrift habe ich das mal zusätzlich bekommen. Irgendwie eine Nintendo, nicht die Endzone, aber irgendwie so eine Nintendo-Zeitschrift oder Pokémon-Zeitschrift, keine Ahnung. Ich glaube, Pokémon-Zeitschrift war das. Ja, brav. Ich kümmere mich ja um dich. Na. So, ich guck mal bei den anderen. Fluffy, das ist neu. Darum, das haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Ich kümmere mich gerade nur um die beiden, die wir noch nicht gesehen haben in der Pokepause. Hallo. Ich möchte jetzt nicht aufwecken, tut mir leid. Ja, gut, dann mal später. Jo, dann gehen wir direkt ins Pokémon Resort. Das. Mit Glurak fliegen wir dorthin. Durften wir das zum ersten Mal testen. Willkommen im Pokémon Resort. Einem Archipel exklusiv für Pokémon.
Oh, aber wo sind denn meine Manieren? Ich habe mich ja doch dir ja gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Moon und ich bin der Verwalter des Pokémon-Resorts. Komischer Name, aber gut. Und du bist? Aha, Zwergfürst heißt du also. Okidoki, freut mich, dich kennenzulernen. Pokémon, die du in den PC-Boxen abgelegten... Pokémon, die du in den PC-Boxen abgelegt hast, können sich hier jederzeit frei vergnügen. Noch besteht das Resort nur aus einer einzigen kleinen Insel. Und mit deiner Hilfe könnte sich das im Handumdrehen ändern. Ich schlage vor, wir starten gleich durch. Würdest du mir bitte die Pokébohne aufheben, die da auf dem Boden liegt? Was? Die Bohne hier? Pokémon lieben Pokébohnen. Sie stecken voller Nährstoffe und schmecken unglaublich gut. Sie wachsen auf dem Pokémon-Bohnenbaum in der Mitte der Insel. Die Pokébohne, die du eben aufgesammelt hast, ist eine Standard-Pokébohne. Daneben gibt es noch Muster-Pokébohnen und die sehr seltene Regenbogen-Pokébohnen. Aber bevor ich dich mit Erklärungen langweile, was ich ja schon bestimmt längst getan habe, schüttle doch einfach mal kräftig den Baum. Der Lerneffekt ist größer, wenn du es selbst ausprobierst. Und der Baum? So ungefähr? Nochmal zum Mitschreiben. Schüttle erst den Baum und lies danach die Pokémon-Bohnen auf, die herabgefallen sind. Kinderleicht, oder? Dein Ziel sollte es sein, jeden Tag frische Bohnen ernten zu können. Sollte man keine neuen Pokémon-Bohnen vom Baum fallen, musst du einfach einen Tag warten. Und jetzt lege die Pokébohnen, die du aufgelesen hast, bitte in die Pokémon-Bohnen-Kiste. Damit können die Pokémon sich jederzeit daran bedienen, wenn sie Hunger bekommen. Die Kiste? Ungefähr so. Gute Arbeit! Du hast die Bohnenkiste gefunden. Wenn du darin Pokébohnen ablegst, bereitest du den Pokémon damit eine riesige Freude. Manchmal besuchen übrigens auch wilde Pokémon die Wohlfühlinsel und naschen von den Pokébohnen in der Pokémon-Bohnen in Kiste. Och. Ach übrigens, je seltener eine Pokébohne ist, desto länger hält ihre Wirkung an. Merkt ihr das? Aber zuerst solltest du versuchen, die Pokémon-Bohnen-Kiste bis an den Rand zu füllen. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit in meinem Haus Floß besuchen. Mach jetzt hier wieder einen Klick und bin dann wieder bei ihm. Ganz genau. Nochmal willkommen, das ist mein Haus Floß. Junge, halt die Klappe. Du nervst. Für andere mag es nichts Besonderes aussehen, aber für mich ist es wie ein kleines Schloss. Ich habe es selbst gebaut und lebe darin, seit ich mich dazu entschlossen habe, diese unbewohnte Insel in Pokémon-Resort zu verwandeln. Hier habe ich alles, was für die Verwaltung meines kleinen Archipels brauche. Übrigens, wenn ich schon mal so einen talentierten Trainer wie dich hier habe, ich würde dich gerne um etwas bitten, Zwergfürst. Nur zu, ich habe ja Zeit, kannst ruhig meine Zeit in Anspruch nehmen. Ist ja nicht so, als hätte ich noch anderes vor. Ist ja nicht so, als würde ich gerne mal was ein bisschen weiterkommen in der Geschichte. Ist ja nicht so, als hätte ich andere Pläne. Komm. Wie du siehst, steckt mein Pokémon-Resort noch in Kinderschuhen. Wäre es ein Pokémon, dann wäre es gerade erst aus dem Ei geschlüpft und noch auf Level 1.
Und hier würdest du ins Spiel kommen. Bitte hilf mir doch mit deinen Pokémon dabei, diesen Ort auszubauen. Das Resort auszubauen, hier sagte ich schon, bedeutet entweder eine neue Insel zu erschließen oder eine bestehende Insel zu erweitern. Dafür brauche ich aber deine Hilfe, der Pokémon, die sich in deiner PC-Box befinden. Da befindet sich aktuell noch gar kein Pokémon, da ich bisher erst, Moment, lass mich kurz nachdenken, 5 Pokémon im Team habe und keine Pokémon mehr gefangen habe. Ist schon irgendwie seltsam, aber ich bin halt noch kein begegnet, die mir gefallen haben. Ach ja, und als Belohnung für ihre Hilfe benötigen wir natürlich auch ein paar Standard-Pokémon. Ich dachte gerade, er hat mich gesiezt. Also, ja, er hat gesagt, ja, die Pokémon, ihre Hilfe. Okidoki, das war genug der Erklärung. Ja, das war genug der Erklärung. Wenn du mir beim Ausbau des Resorts helfen willst, kannst du mich jederzeit in meinem Hausfluss besuchen kommen. Und nicht vergessen, mein Name ist Mon, der Verwalter des Pokémon-Resorts, der so spricht wie jeder Pokémon-Trainer über 30. Da sind ja schon einige Pokémon. Ich habe Angst, den Bildschirm zu berühren, weil da kommt gleich wieder dieser Laberfritze und diese Labertasche und ich wage es. Komm, ich hau ab, denn kann der einfach mal sein Maul halten? Ich will was unternehmen im Pokémon Resort, nicht von dem Mond-Typ vollgelabert werden. Mann! Carler mag offenbar Pokémon-Kämpfer. Da sagst du was. So. Versuchen wir das aufzusammeln, ohne ein Pokémon zu berühren. Bohne auf Heb! Verschwende Lilly. Zack. Ach, das sind die auf der Box. Habe ich ja gar nicht bemerkt. Das ist hier Ash Kwajutsu, den ich noch nicht ins Team geholt habe, den ich von der Demo-Version habe. Das ist Lilly, das ist Wingull, das ist Lea die erste, das ist Lea die zweite. Das sind die Leute, die schon gestorben sind. Stimmt, ich habe ja mehr als 6 Leute. Ah, Wettlockregel, an die habe ich gerade nicht gedacht. Und Ash Kwajutsu, das werden wir uns demnächst auch mal irgendwann abholen. Ich glaube, das ist Level 35 oder sowas. Das könnte ich mir dann auch langsam mal ins Team holen. Ja, so viel zu der Insel. Ja, da fallen wieder welche runter. Kann ich wiederholen. Schön aufsammeln. Ja, komm. Bildschirmkalibrierung. Wie ist denn mein Bildschirm kalibriert? Da! Hab ich. Ja. Das scheint hier nichts zu enden. Hier ist ein Regenbogen links. Dann lass er einfach liegen, komm. Ne, ich hau ab. Das reicht mir jetzt vielleicht. Mein Resort verlassen. Ja, verpiss dich. Okidoki, schau später mal wieder vorbei. Alter. Noch nie hat mich ein alter Sack so sehr genervt. Ja, das vom Pokémon Resort. Da haben wir jetzt eine Menge Zeit verbracht. Ich weiß nicht wie lange, weil meine Kamera zeigt die Zeit nicht an. Ja. Danke, dass du mich ans Pokémon-Resort erinnert hast. Darauf hätte ich verzichten können auf das Erlebnis. Legst du ab? Machst du eine Pokémon-Pause? Ja, eine Pokémon-Pause mache ich gerne, aber das Pokémon-Resort, meine Güte. Ohne den Typ wär's geil. Der Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Ah, ein weiterer Zygarde-Würfel. Oh, da unten sehe ich ein Pokéball am Strand. Da komme ich nicht hoch.
Und da muss ich wohl erstmal mit einem Pokémon lang. Oh, eine weitere Story. Und da wollte ich hin. Du Lord, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Ich bin ein bisschen heiser von dem Typ sprechen. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Achorama, mein Name ist Achromas und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch den Setzring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Hehe. Zwergfürst, verstehe. Das merke ich mir. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir ein TM. Du erhältst die TM43 Nitro-Ladung. TM43 Nitro-Ladung wurde in der TM-Tasche verstaut. Der richtige Einsatz der Attacke Nitro-Ladung kann dir deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Schattendschungels erleichtern. Die Setkraft. Ist sie das, wonach ich suche, übertrifft sie den Mega-Ring. Hier in Alola soll es außerdem eine sogenannte Pokémon-Resort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ja, erinnere mich bitte nicht daran, da war ich eben. Danke, darauf kann ich vorerst verzichten. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, meine lieben Zuschauer, um einen ein bisschen Off-Talk zu machen, aber mir hat der Typ gerade gewaltig gegen den Kranz gegangen. Ich muss mich erstmal abregen nach diesem Part. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und werde wohl eine Weile hier bleiben. Ich verabschiede mich, Zwergfürst. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Jo, ich habe das Gefühl, den werden wir nochmal wiedersehen. Als Verteidigung vielleicht, dass ich ein bisschen so gegen den Pokémon-Resort-Typ aufhetze. Ich bin kein Freund von langen Dialogen. Deshalb ist dieses Spiel prinzipiell ja eigentlich das Falsche für mich, aber gut. Wir werden natürlich dieses Ding hier jetzt nicht vernachlässigen. Ich gehe da jetzt mal rein. Das sieht doch sehr mysteriös aus. Ach, wer bist denn du? Hallo Trainer, wie ich sehe, hast du ein Pokédex. Hättest du Interesse daran, als Aushilfskraft für die Aether Foundation zu arbeiten? Da sage ich mal nicht nein. Ich weiß zwar noch nicht, was die Aether Foundation ist, davon habe ich mal was gehört in irgendeinem Trailer, aber ich glaube, das kann nicht schaden, wenn ich mal einen kleinen Nebenjob annehme. Prima, wir von der Aether Foundation haben es uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu beschützen. Aber damit uns das gelingt, müssen wir zuerst mehr über sie herausfinden. Deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Velursi, das auf Route 8 lebt. Die Aether Foundation liegt zwar bereits Daten zu ihm vor, aber wir benötigen dringend noch die Informationen aus seinem Pokédex-Eintrag. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fange auf Route 8 einen Velursi und zeige mir seinen Pokédex-Eintrag. Du bekommst selbstverständlich auch ein kleines Honorar. Also dann, ich zähle auf dich. Also müssen wir jetzt einen Velursi fangen. Merken wir uns einen Velursi. Und ja, bringen das wieder hierher. Ich hoffe doch sehr, dass ich das nicht vergesse. Wir sind Mitglieder der Aether Foundation. Wir beschützen und kümmern uns um Pokémon, die von Halunken wie Team Skull verletzt wurden. Fleckmons Route ist zum Glück nachgewachsen. Dennoch, wir konnten Team Skull nur. Pokémon sind doch für uns so etwas wie unsere Familie.
Diese elenden Halunken von Team Skull. Fleckmons Route mag ja noch so lecker sein. Das gibt einem noch lange nicht das Recht, so einfach sie abzureißen. Ja, und haben wir was Neues über Team Skull gelernt. Es folgt den alten Verhaltensmustern von Team Rocket. Für alle, die Team Rocket nicht kennen. Team Rocket hat das auch schon mal getan. Hat Pokémon einfach die Was war das gerade? Ah! Hier kann ich fotografieren. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Na? Oh! Das Trump-Wiese. Und wo bist du? Donald! Donald, komm raus! Hallo? Hallo? Donald? Warum muss ich wohl aufhören? Ein Foto haben wir von Donald erhaschen können. Vielleicht finden wir hier dieses besagte Pokémon, was wir suchen sollen. Nein, das ist nicht. Ich habe zwar den Namen schon vergessen, aber wenn ich den Namen sehe, weiß ich, was es ist. Also ein Darzignis war es ganz bestimmt nicht. Was? Hey, lass mich fliehen! Flucht gescheitert. Stimmt ja, ich bin auch geschwächt vom. Leiterkampf. Von der Inselherausforderung.